Jetzt den nächsten jungen Mann, den kennen Sie aber, der jetzt zu uns kommt. Ja, auch er hätte diese Krone verdient, meine Damen und Herren. Denn er ist die Schönheitskönigin von Lippstadt. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Matze Knob. Miss Lippstadt, Matze Knob hier bei uns. Ja. Und vielen Dank für die Krone. Ja, also ich finde, dir stand sie mit diesem Gesicht auch. Ja. Ne? So ein bisschen auch Holoroidi. Ja. Ja, aber, nee, aber schön. Dir steht es ja auch nicht schlecht. Doch. Ich sehe gerade, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Dann reden wir über dich und deine neuen Projekte. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei TV Total. Matze Knob ist zu Gast. Sehe ich scheiße aus. Schönheitsqueen von Lippstadt. Ja. Ja. Du hast was Neues gemacht, und zwar einen Animationsfilm vertont. Richtig. Und nicht wie die meisten Prominenten, die Animationsfilme vertonen, sprechen eine Rolle. Nein. No. Du hast direkt 7 Rollen gesprochen. 7 Rollen, richtig, weil ich bin ja demnächst auf Tour mit Diagnose Dicke Hose. Ist erst im Herbst, aber ich habe mir gedacht, ich kann ja nicht Dicke Hose. Dein Comedy-Programm. Das ist mein Comedy-Programm, ja, okay. Aber ich kann ja nicht über Dicke Hose reden, und dann mache ich so einen auf bescheiden. Also ich habe dann gedacht, jetzt spreche ich auch gleich 7 Rollen. Ja. Man muss aber keine Sorge haben, also der Film leidet nicht darunter, sondern er gewinnt. Ne, sag ich mal so. Also ich spreche so ganz verschiedene Rollen, die auch nicht immer aufeinandertreffen, und hat großen Spaß gemacht. Ist ein Film, der heißt Fußball, großes Spiel mit kleinen Helden. Und soll ich kurz erzählen, worum es geht? Möchtest du noch eine Zwischenfrage stellen? Nein. Ja. Erzähl. Ich erzähle. Also erzähle einfach mit deinem Krönchen. Es sind zwei junge Herren, die kickern, zwei Kinder, und einer von denen verliert, und der wird dann, weil er so wütend ist, zum größten Fußballstar der Welt. Also eigentlich Cristiano Ronaldo, mais bonito do mundo, schönster Fußballer vom ganzen Planet. Du hast gesehen, der hier den Wachsfiguren-Typen da kommen lässt. Ne? Ja. So, und der heißt im Film auch Rolando. Und den spreche ich unter anderem. Ja. Da hatten wir erst überlegt, ob wir ihn sprechen lassen sollen wie an Lothar Matthäus. Ja. Das wäre sehr witzig gewesen, wenn Lothar Matthäus ausgesehen hätte wie Cristiano Ronaldo. Aber es hätte den Film ein bisschen ad absurdum geführt. Außerdem hat er auch keine 5 Frauen, mit denen er verheiratet ist. Und dann spreche ich unter anderem eine Rolle, einen Reporter, und zwar Gerd Rubenbauer. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Gerd Rubenbauer. Ja. Damals 1990. Lieber Stefan Raab als du noch als 7-Jähriger bei Raab in Gefahr in den Käfig deines Kanarienvogels geklettert bist. Hat damals Andi Breme gegen den Elfmeter-Töter Gojko Cea. Und diese Stimme ist da unter anderem auch mit drin. Ah, okay. Ist das ein internationales Werk, der Film? Der kommt aus Argentinien, aus dem Land des Vize-Weltmeisters. Ah, Vize-Weltmeister. Ja, und es geht, wie gesagt, um dieses Kickerspiel. Und nachher fordert dann der Rolando den Joachim, das ist der Junge von damals, zu einem echten Fußballspiel raus, was wir gerade hier gesehen haben. Okay. Und wenn du siehst, auf der einen Seite Rolando und dann diese Truppe und die Kickerfiguren, also wir spielen ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen Kicker, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Die werden dann lebendig und die sind an dem Spiel beteiligt. Also eigentlich ist es Real Madrid gegen Schalke 04, wenn man so will. Okay. Aber es ist wirklich, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist wirklich ein geiler Film. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn synchronisiert habe, sondern... Nein, natürlich nicht. Weil du ein Krönchen auf dem Kopf hast. Nein, aber du könntest da auch mal reingehen mit deinen Mitarbeitern. Genau. Nicht? Ich weiß nicht, ob es ein Kino gibt mit 10.000 Leuten, aber geht einfach mal. Der ist wirklich toll. Also ist wirklich so für die ganze Familie, so von 5 bis 99. Also du hast echt Spaß. Und läuft seit Donnerstag in den Kinos. Genau. Wollen wir ein bisschen spielen? Ja, sicherlich. Spielen wir, ja. Kannst du Kicker spielen? Nein, ich kann es überhaupt nicht. Du bist so ein Kneipenkicker-Typ. Ich hab das mal früher hin und wieder mal gemacht, so zur Schulzeit und so, aber seitdem eigentlich so gut wie nicht mehr. Wenn hier mal so ein paar Kicker-Freaks zu Gast waren, aber also mehr als die üblichen Standard-Tricks habe ich nicht drauf.
Wollen wir spielen? Ja. Okay, ich fange an, okay? Du bist schwarz, ich bin gelb? Du bist schwarz, ich bin gelb, ja. Was ist okay. Schwarz für eine Mannschaft? Bitte? Schwarz, was ist das für eine Mannschaft? Schwarz ist... Schiedsrichter, du bist... Schiedsrichter, ich bin Schiedsrichter, ja. So, so, Stefan Raab wirft ein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gehalten! Oh, du kannst es ja gar nicht, das merke ich jetzt. Ja, 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 ja. Ich, also, ich ta, Tor! Siehst du, ich wusste es doch. Du musst schon alles geben. Ja, mach, mach, mach. Machst du jetzt Quatsch, oder was? Nein, 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 nein. Bist du doch wohl können. Sehr, sehr schwummelig, der Tisch hier. So, so, so. So. Warte, warte, ein schwieriger Tisch ist ein schwieriger Tisch. Ist ein schwieriger Tisch. Ist ein schwieriger Tisch. Wirklich schwierig. Das ist ein schwieriger Tisch. Das ist sehr schnell der Ball. Sehr schnell. Sehr schnell der Ball. So, ey, das gibt's doch nicht. So, 2:0. Das Spiel ist aus für euch gerade. Wann kommt der Film? Achso, seit Donnerstag läuft der im Kino. Seit Donnerstag läuft der Film im Kino. Ja, und, warte, warte. Morgen. Da, Moment. Da! Nein! Nein. Seit Donnerstag läuft er im Kino. Ja, und jetzt kommt irgendwas. Fußball, der Film, großes Spiel mit kleinen Helden. Big Bang Theory kommt jetzt. Warte, warte, warte. Big Bang Theory, pass auf, jetzt habe ich ihn gut. Und morgen bei uns der WWW-VOG am Samstag. Du bist ja auch dabei bei der VOG-WM. Der ja. WWW-VOG mit den YouTubern Le Floyd. und weiteren. Saraza und Joyce Ilk und Kelly Mrs. Flock und Dinner, der war auch schon mal bei uns. Bei Elton ist auch Mickey Krause mit dabei. Und wenn die dann unten ankommen, singen die: Wir haben nur noch Schuhe an. So. Oder geh mal Bier holen. So, so. So, so, pass auf. Jetzt. Ja, achso, ich wollte schön sagen, zeig das eine Tor noch. Achtung, der geht nämlich jetzt rein, pass auf.